Jo Leute und willkommen zurück zu Let's Play Super Mario RPG The Seven Sages. Und wir sind hier stehen geblieben beim Pilzpass und hier müssen wir mit einem weiteren Toad reden, um weiterzukommen. Bisher ist ja noch nicht viel passiert. Mario und Waluigi scheinen irgendwas bei unserem Haus zu planen, die wollen uns irgendwas Bestimmtes klauen. Und wir wollen zu Prinzessin Peach, um sie abzuholen, weil wir zu Daisys Schloss wollen. Und dann jetzt auch schon weiter. Alcarate. Alacrate. Das ist ein komischer Name. Mann, ich möchte nach Hause. So schlecht. Ich kann da nicht vorbei. Aber das Einzige, was ich machen. Ja, ich muss nur Z drücken, um die Blöcke wegzukriegen. Okay, Z. Kann ich auch stattdessen Leertaste drücken. Oh, das ist ja geil. So wie Stärke. Cool. Also was ist nice. Das mag ich echt. Ey, nee. Ne. Spaß. Der meint, der kommt da nicht vorbei, weil er die Steine nicht wegschieben kann. Dann springt der eiskalt darunter. Okay. Das war nicht so schlau. Beine gebrochen. Könntest du mich vielleicht ins nächste Krankenhaus bringen? Nee, du hast mich voll verarscht. Jetzt mag ich dich nicht mehr. Aber was gibt's denn hier? Hier ist doch ein Tod und was haben wir da? Ah, ich hab gehört, hier soll so ein geheimer Tunnel sein. Vielleicht findest du den ja. Wie hier oben. Genau, das ist der hier. Ah, das ist auch sehr schöne Detailarbeit. Ja, auch dass die Musik sich ändert, dass das Charakterset sofort geändert wird. Und da haben wir das hier. Und wir haben einen Pentagel gefunden. Das muss doch für irgendwas nützlich sein. Also es gibt ja bestimmte Sachen, da frage ich mich ja auch. Ey, wie machen die das? Wie bauen die das da ein? Obwohl ich glaube, die machen da mit ganz vielen Bedingungen. Da was mit. Die arbeiten mit ganz vielen Charsets und Pictures, um das jetzt zu ermöglichen. Aber auf jeden Fall, also mir gefällt dieser Aufwand sehr, vor allem weil der auffällt. Und du hast Mutschwurm Pass 1 geschafft. Oh, da hätten wir auch das hier noch im letzten Part machen können. Na gut, das wusste ich jetzt nicht. Exit to World Map. Continue. Ich exite mal kurz, weil ich will mal kurz speichern. Das Adventure. Achso, nee, aber hier können wir uns auch noch mal die Werte angucken. Aber wo war jetzt nochmal? Ach, hier. Ach, das ist das. Das ist das Menü, das ich meinte. Main Menü. Warte. Und jetzt will ich erstmal speichern, nämlich. Ja, nehme ich einfach meinen normalen YouTube-Namen. Gary. Ach, warte, man kann hier nicht. Ich dachte, man kann auch so mit Enter, dass er dann da sofort dann hinswitcht. Extras haben wir noch keine, oder? Nee. Sages gibt es ja auch noch. Sicher, das sind ja die sieben Sages. Man kann aber schon erkennen, welche es sein könnten. Und Anzüge haben wir auch noch keine. Aber hier den Orden, den haben wir. Und den werden wir jetzt auch ausrüsten. Kostet 4 Bruderpunkte. Und was heißt die 6 dahinter? Vielleicht, ich glaube, das war auch nur in meinem Angriff. 6 hilft nützliche Hinweise bei Fragezeichen, um Fragezeichenblöcke sichtbar zu kriegen. Und den tragen wir jetzt auch. Achso, nee, wir haben 6 und 4 hat der gekostet. Jetzt verstehe ich's. Und Main Menü, da kommen wir wieder einfach zurück. Weil es damals noch keine Skripte gab, musste man das hier als Item einfach einfügen. Heutzutage will man sowas locker als ein Skript einfach einbauen, dass man das normale Menü dann überspringen kann. Ist ein bisschen schade, dass das so nicht möglich ist. Und dann gehen wir mal zum Pilzpass 2. Und oh, und hier ist richtig Randale. Hier geht's richtig los jetzt. Okay, Ja, heute werden wir die Macht unserer Goomba-Armee demonstrieren. Heute gehen wir zum Pilzkönigreich. Yeah, ja, ist richtig geil. Heute werden wir... heute werden wir beweisen, dass die Goombas nicht die diese dummen Loser sind, die sich von jenen zertreten lassen. Sir, wir haben soeben ein Wort von einem Goomba. Wir haben soeben
von dem Goomba-Wort bekommen, dass die Mario Bros. Hier sind. Sie kommen hier entlang. Wir werden unsere Power zeigen und ihn fertig machen. Achso, also jetzt wieder der andere. Wir werden unsere Kraft zeigen und sie alle fertig machen. So, ihr macht sie, ihr werdet die Down machen und ich werde sie am Ende fertig machen von dem, was übrig bleibt. Ist verstanden. Vermute ich jetzt mal, dass das bedeutet. Und ich habe schon mal einen ersten Fragezeichen-Block. Und, wahrscheinlich wollte ich eigentlich drauf springen. Und das Kampfsystem haben wir auch schon im letzten Part gesehen. Ein Goomba. Und das ist eigentlich ziemlich Button-Smashing. Wenn man jetzt, also am Anfang ist das doch sehr viel Button-Smashing. Später wird es, glaube ich, komplizierter mit mehr Spezialattacken. Cremesirup und Sirup und... Goombas gesucht. Oh! Okay, das war unerwartet. Ein Goomba. Und wir haben Glück. Nice. 6 Gold bekommen. Und wieder angreifen. Denn die Goombas sind noch nicht wirklich schwer. Aber vielleicht können wir auch mal eine Heilung gebrauchen. Nur, ich habe gerade gesehen. Ah, und das ist immer, da unten sieht man diese P-Leiste. Und immer wenn diese Leiste voll ist, können wir angreifen. Und wenn die leer ist, dann müssen wir eben wieder warten. Koopa Blatt T. Da gucke ich mal kurz nach, was das ist. Achso, okay, halt HP und MP ein bisschen. Das ist halt 15 FP. Also man kriegt hier doch noch ein paar Heil-Items. Sehr gut. Und klappt das jetzt? Ja, nice. Jetzt sind wir nämlich einmal draufgesprungen. Jetzt kriegt er schon so ein bisschen Schaden. Der Gegner wurde nämlich überrascht. Das heißt, wir haben jetzt schon sofort die volle Leiste. HP Max kriegen wir auch noch dazu. Und wir haben den auch noch geowned. Also ich sehe, es lohnt sich schon. Und Luigi hat Level 2 erreicht. Und wir haben noch 4 Gold bekommen. Und was geht mit dem da ab? Seht ihr den da unten rechts? Lol. Aber ich glaube sogar, das ist Absicht. Wenn ich mich richtig erinnere. Ja doch, ich glaube, das ist Absicht. Da soll, glaube ich, so krankhaft sein. Oh, jetzt geht's ab. Mario erreicht Level 2. Das waren hier ganz viele Goombas. Und Level 3 erreicht. Und die können wir jetzt alle ownen. Und mit dem Stern müssen wir noch nicht mal gegen die kämpfen. Und ansonsten hier oben, da habe ich auch noch was gesehen. Ein Pilz. Und okay, ja, da hätte ich auch noch speichern können. Und hier ist noch eine Heilstation. Ein Heilblock, der halt unsere KP. Und hier können wir speichern. Obwohl, ehrlich gesagt, habe ich jetzt keinen Bock, immer wieder das neu zu benennen. Ich belasse es jetzt einfach bei Mario. So. Und hier stand die ja gerade. Und ja, okay, beim Laufen sieht das einfach so ein bisschen verworren aus. Aber da kann ich leider auch nichts machen. Weil, naja, war früher noch nicht das Beste mit der FPS. Ey, ich konnte nicht auf ihn drauf springen. Ein Koopa. Und Marios Leiste hat sich gefüllt und Luigi kommt direkt danach. Auch so an sich kann man sagen, dort werden auch viele Gegner aus dem Mario-Luigi-Universum kommen oder aus dem Paper Mario-Universum. Habe ich schon in vielen Trailern gesehen. Und okay, warum endet die Brücke auf einmal so in der Luft und wie kann die auch noch standhalten, obwohl die einfach so in der Luft ist und das ist ja nur so eine Hängebrücke. Naja. Information, war verlorener Stern, ist in der Nähe vom Safe Point gefunden worden. Den haben wir ja schon aufgehoben, dank den Orden, weil wir den ja dann gesehen haben. Okay, jetzt hat's aber geklappt. Boah, das Spiel macht schon richtig Bock, muss ich ja sagen. 2 Koopas und HP Max. Und schon voll aufgeladene Leiste. Und, oh, da sind auch schon 2 Gegner. Naja, das greifen die wohl erstmal an. Und die greifen nicht an, okay. Lol. Naja, nutze ich mal so lange aus. Haben wir eigentlich unter Special irgendwas? So, Super Jump, das können wir auch mal ausprobieren. Okay, nice. Und ein Koopa Blatt. Okay, das ist ja richtig epic. Und ein Preemptive Schlag oder was da gerade stand. Und wir haben die Gegner mal wieder überrascht. Das heißt, wir können wieder den Erstangriff machen. Und haben den ersten schon mal down gemacht. Und ich glaube, die haben exakt 20 KP. Naja, jetzt haben die auch einmal ein bisschen Schaden gemacht.
Aber auch dafür werden die schnell leiden. Und was mir auch schon auffällt, das ist auch wie in Mario und Luigi, dass Mario eher offensiv ist, viel Angriff hat. Oh, auch sehr schönes Detail, dass hier auch noch so ein Geräusch mal kommt. Und Luigi eher so der defensive Typ ist. Also auch sehr detailreich übernommen alles. Bisschen schade ist, ich kann das auch nicht mit Gamepad zocken, deswegen, wenn mal Button Smashing kommen sollte, kann man vielleicht dann eventuell ein bisschen auf die Leertaste hämmern hören. Ja, weil Gamepad funktionierte da eben nicht richtig. Oder ich hätte das irgendwie anders konfigurieren müssen. Da fände ich das mit Tastatur jetzt doch ein bisschen einfacher. Und hier haben wir schon wieder so einen Splitter. Den habe ich natürlich nicht übersehen. Ein Pentagel. Muss für irgendwas nützlich sein. Immer noch. Und vielleicht schaffen wir auch diese Stage noch in diesem Part. Wer weiß. Und weil wir jetzt hier zwei Gegner haben, werde ich auch, einmal den Special Move von Luigi benutzen. Und yay, und das haut ja richtig rein, aber dafür haben wir jetzt auch keine Punkte mehr. Deswegen gehe ich nochmal kurz zur Heilstation. Schade, rennen kann man nicht. Ach schön, das wurde jetzt in den späteren RPG-Makern auch eingeführt, dass man auch noch rennen kann. Ja, und es ist so lustig, nochmal alles zurückzulaufen. Und ich speichere auch lieber ein bisschen oft, wenn man wirklich mal geowned ist, dann ist ja wieder alles weg bis zum letzten Speicherpunkt. Daher möglichst oft speichern. Wo sind jetzt eigentlich die Punkte wieder da? Perfekt. Also die Blöcke halten wirklich alles, auch die MP dann. Beziehungsweise FP, aber naja, ich bin eigentlich an den Begriff MP eher gewöhnt bei RPGs. Und ansonsten haben wir hier noch einen Goomba. Und ich werde auch gegen möglichst jeden kämpfen für die Erfahrungspunkte. Und erstmal will ich den Koopa weg haben, weil er stärker ist. Und was, Valor? Okay, was war das nochmal? Ja, hat er gerade 0 abgezogen? Ey, geil, erstmal einen Pilz bekommen. Also diese Zusatzboni, ich weiß nicht, weil damit vielleicht zu overpowered ist, aber ich bin mir sicher, später wird das schon Pflicht sein, dass man auch diese Boni bekommt und alles. Weil das ist jetzt ja eher noch so ein bisschen Tutorial-Zeug. Und Level 4 schon erreicht. Und wir haben noch einen Pilz bekommen. Und was gibt's hier? Nichts Besonderes. Hier haben wir einen Koopa, der nun auch geowned wird. Und Vader HP, ich glaube, das ist jetzt, dass er mehr Angriff hat, oder? Obwohl, nee, doch nicht. Ja, schade, der hat noch überlebt, also. Aber der braucht mal ganz schön lange. Der ist ziemlich langsam, weil der braucht nämlich lange, um anzugreifen. Hier finde ich das so gut, dass der überhaupt der Geschwindigkeitswert auch so eine große Rolle spielt. Finde ich sehr gut. Okay, dann kann man hier noch nach oben. Da ist wieder so ein wahnsinnig gewordener Goomba, der ganz schön schnell läuft mal wieder. Oh, und 3 Stück, okay. Da machen wir jetzt am besten einen nach dem anderen fertig. Aber auch an der Angriffssteigerung kann man schon mal direkt was erkennen. Weil ich habe ja gerade gesehen, die MP, die gehen ja doch ganz schön schnell weg am Anfang. Und das ist natürlich nicht so nice. Na gut, ein bisschen, vielleicht ist das auch wirklich ein bisschen nervig, dass man immer warten muss, bis die Leiste aufgefüllt ist. Richtig lame ist das natürlich, weil das Spiel mal kurz unterbrechen müsste, wenn man, weiß ich, dann, wenn man kurz Mittagessen geht, das, dann müsste man das schon verkleinern und, oh, und haben schon den Goombos. Deswegen gehe ich nochmal ganz schnell zurück, um zu heilen. Also da weiß ich jetzt nicht, wie das abläuft, so, ob dann, weil dann kann ja der Gegner dann ja immer wieder dauerhaft angreifen, wenn man dann einmal kurz was unterbricht, weil, ja, weil vielleicht gerade Telefon klingelt oder sowas, dann ist dann doch in der Zeit dann meistens ja schon down oder ist schon fast tot und sowas. Da frage ich mich, ob dann, ja, ob der Gegner dann auch angreifen kann, wenn man selbst da nicht reagiert oder wie das dann läuft. Deswegen tippe ich auch mal möglichst schnell das ein. Aber weil, naja, RPG Maker 2000 und 2003 habe ich nicht wirklich mit viel zu tun gehabt. Ich habe eigentlich schon, ja, ich habe mal ganz am Anfang was mit RPG Maker 2000 versucht, aber der war mir zu umständlich. Und da haben wir den Goombaron. Ich bin der Goombaron aus dem Pilzkönigreich.
Meine Diener haben mich informiert, dass ihr Mario-Brüder kommt. Nicht wahr, dass ihr es seid, ne? Ja, das sind wir. Ich werde euch töten. Im Namen des Zumas werde ich euch vernichten. Aber zuerst zeige mir, ob du der wahre Mario bist. Drücke Z, um zu springen. Boah, wie das hier abgeht. Oh, wirklich heftig. Hey, Super Mario. Das ist doch nicht wie Super Red. Also, ach nee, Red war, glaube ich, Ratte. Nee, mit T war Ratte. Also, war Super Ratte, sage ich jetzt einfach mal. Genug. Wir werden euch die wahre Power der Goombas zeigen. Wallabusha Gumnutz, whatever. Okay, Goombaron. Achte darauf, dass Surroundings und use und User Adventures. Also was soll man zum Vorteil nutzen? Auf jeden Fall. Ja, okay, jetzt müssen wir das mal aufladen lassen. Ich habe mal vorher den Fehler gemacht, als ich das angespielt habe. Wir müssen jetzt alles auf den Goombaron machen. Ich habe mal den Fehler gemacht, habe erstmal versucht, die anderen beiden Goombas zu zerstören, nämlich dann um den zu kümmern. Oh, aber das war's schon. Oh mein Goombas. Ja, und dann hat er halt so reingehauen da. Und also da war dem was dann doch besser, wenn er ihn dann als erstes gekillt hat. Aber auch das sieht ja schon sehr gut aus. Also ich hätte nicht gedacht, dass jetzt mit zwei Spezialattacken schon down ist. Aber wie gesagt, das ist ja noch der Anfang. Da ist es natürlich noch ein bisschen einfacher. Und Happy Max, nice. Ja, und das waren die drei. 25 Erfahrungspunkte. Gumbapin, Big Gumnut, Gumnus. Ich glaube, Gumnus soll das heißen. Nein, mein Traum ist vorbei. Rennt! Und den Black Screen verschwunden. Ach, wie oft wir das schon hatten in diversen Let's Plays. Aber was war es denn jetzt, was wir jetzt alles bekommen haben? Okay, also halt immer irgendwas. Was haben wir hier? Wie? Noch ein Kampf? Oh, ist das geil! Greif den Block so an in der Zeit. Ja, du kriegst so mehr Money, mehr Damage du gemacht hast. Ey, das ist ja mal eine geile Idee. Boah, greif mal sofort mit allem an. Oh, ist ja eine richtig geile Idee. Also in der bestimmten Zeit so viel Schaden wie möglich machen. Obwohl ich jetzt nicht direkt die Spezialattacken dafür nutzen will, weil der hat gerade 33 Schaden gemacht. Oh, ah, schade, das war's schon. Aber es heißt nicht, wie viel wir bekommen haben. Auf jeden Fall haben wir schon 136 Gold. Weiß nicht, ob das viel ist. Du hast den Pilzpass gemeistert. Auch hier nach unten können wir noch nicht. Ist hier noch was versteckt hier oben? Zum Beispiel hier unten war ja noch was versteckt. Überhaupt sehr nett mit Overworld Secrets. Ja, und dann würde ich sagen, speichern wir mal kurz. So. Okay. Und ansonsten haben wir. Batches haben wir keine neuen. Ansonsten würde ich sagen, im nächsten Part gucken wir uns dann das Schloss an. Also hier unten geht es noch nicht weiter. Bleibt nur das Schloss übrig. Das wird dann wohl, ja, das Pilzkönigreich sein. Und nun ja, ich muss jetzt leider weg. Aber ich werde auf jeden Fall so bald wie möglich wieder was aufnehmen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns dann hier wieder. Also bis dann und ciao.